Jo, guten Abend, guten Tag, was auch immer bei euch gerade für eine Tageszeit ist. Und herzlich willkommen zum neuen Let's Play auf Shocker Crew, yeah. Oh Gott. Ja, okay. Und zwar Bioshock, ja, und zwar ist das folgendermaßen. Ich sage euch jetzt gleich zuallererst, das Spiel ist ein Blind Let's Play, das heißt, ich kenne Bioshock nicht. Ich weiß gar nichts darüber, also ich weiß halt grob, wie die Story ungefähr ist, weil ich halt mich schon mal ein bisschen reingelesen habe, also dass man da irgendwie mit dem Flugzeug abstürzt und dann diese Unterwasser stattfindet. Mehr weiß ich jetzt auch nicht über das Spiel. Zwar das folgende Hintergrund: Ich habe mir damals Bioshock Infinite gekauft, hab's angespielt. Also das war kurz nach Release und das Spiel hat mir einfach so gut gefallen, dass ich es ab da nicht mehr weitergespielt habe, mir vorgenommen habe, erst beide Vorgänger zu spielen, bevor ich dieses Spiel weiterspiele. Und jetzt, da ich ja ein relativ gutes Internet habe, habe ich mir gedacht, warum teile ich diese erste Spielerfahrung, die ich mit Bioshock habe, nicht auch mit euch? Und deswegen habe ich jetzt vor, von Bioshock 1, 2 und 3 Let's Plays zu machen. Und ja, ich denke mal, das wird ziemlich cool, weil das ist ja ein relativ atmosphärisches Spiel. Ich mag atmosphärische Spiele. Aber ich will ja auch jetzt gar nicht weiter labern. Ich labere immer am Anfang so viel von einem Let's Play. Jetzt starte ich erstmal ein neues Spiel. Und dann schauen wir mal. Ja. Bla bla, fortgeschritten. Du hast bereits andere Shooter gespielt. Ja, ich denke mal, das mittlere ist immer am besten. Alles klar, da kommt jetzt erstmal eine Ladezeit. Oh, mit schönen Zitaten in den Ladezeiten. Okay, es geht los. Dann bin ich mal still. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Wow, also wir sind jetzt schon im Spiel drin und mir fällt erstmal auf, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht von wann das Spiel ist, aber allein das ist krass, das sieht echt nicht schlecht aus, das krass. Ja, wir sind jetzt mit dem Flugzeug irgendwo im Nirgendwo abgestürzt, keine Ahnung. Und vor uns ist ein großer Leuchtturm oder was auch immer das ist. Da werde ich mich jetzt auch mal hinbewegen. Und es ist krass. Also das Wasser sieht extrem geil aus. Und auch sonst, grafisch ist das Spiel echt schon gut. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich meine, das ist ja der erste Teil von mittlerweile drei Teilen. Aber pff, Respekt, echt. Und weil ich mich frage, wo sind die anderen, die in dem Flugzeug gesessen haben? Da müssten ja irgendwelche Leichen rumschwimmen oder so. Aber nein. Gott. Ich habe mir übrigens extra die Version gekauft, die, ja, es gibt ja eine geschnittene Version. Und die Version hier, da sieht man halt die Bluteffekte. In der deutschen Version wurden die Bluteffekte ausgeblendet. Okay. Dunkel. Noch dunkler. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Das ist dieses. Ich liebe diesen Stil von dem Spiel. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Ryan. Okay.
Nett ist, dass so da drunter steht, was da drauf steht. Ich finde, das macht doch nicht die Atmosphäre kaputt oder so. Nach oben geht's anscheinend nicht so wie bei Infinite, sondern es geht dieses Mal nach unten, logischerweise. Weil wir sind ja in einer Unterwasserstadt, ne? Oh, geil. Also der Anfang von Infinite, der war schon geil, aber das hier ist auch richtig fett, ey. Weißt du, du bist in so einem Leuchtturm. Wissen. Ah, da steht was drauf auf diesen Tafeln. Ne, nur Wissenschaft. Wissenschaft. What the fuck? Industrie. Und Kunst. Ah, da steht auch noch was bestimmt, oder? Nö, da steht nichts. Ist einfach nur ein R für Rapture wahrscheinlich. Okay, dann steigen wir mal in dieses U-Boot, was auch immer das sein soll. So. Und zehnmal den Hebel. Mir kommt gerade ein bisschen so vor, als wäre der Ingame-Sound irgendwie so laut. Ich hoffe, das ist nachher in der Aufnahme nicht, dass ihr mich noch verstehen könnt. Aber ich habe den eigentlich vorher leiser gestellt, deswegen. Ich hoffe mal, dass man mich verstehen kann. Also, dass nicht der Ingame-Sound lauter ist als ich. Oh, what the fuck? Achso, ist eine Leinwand. Aha. Ist das eine Zwischensequenz oder? Ich bin Andrew Ryan. Und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Wow. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. What the fuck is that? Ist das der Big Daddy? Scheint ganz so. Und der ist ein großer Wal. Oh. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Okay. Ja, da steht die Steuerung kurz erklärt. Das ist gut, das ist gut. Ich habe mir, alter Konsolenzocker wie ich bin, an meinen PC einen Controller angeschlossen. Aber das trübt ja das Spielgeschehen nicht. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Was soll das? Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Was soll... Was ist das? Ist das jemand Neues? Wow. Wow, Nigga. Was wäre wo? Oh, shit. Geht hier ab, Mann. Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Wow. Der Sound ist echt gerade laut, oder? Kann ich das irgendwo hier...
Lautstärke gesagt. Alter. Mal hier runterstellen. 60, Soundeffekte 50. Musik 16. Jo, ich denke mal, so ist okay. Wird mir ja danach in den anderen Aufnahmesessions auch noch irgendwie verbessern können, falls das so nicht okay ist, aber sieht schon ganz gut aus. Ist das jetzt auch eingestellt so, weil es gab nichts zum Bestätigen? Doch. Doch, scheint so. Okay, nehmen wir uns mal das Funkgerät. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Ja. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Was zur Hölle geht hier ab? Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Was denn? Okay, das Spiel hat definitiv einen größeren Psycho-Faktor als Infinite. Und ich dachte, bei Infinite wäre das schon abgefuckt. Okay, Rapture's dead. Wir sind nicht dein Eigentum. Lass es enden, lass uns emporsteigen. Brian besitzt uns nicht so. Achtung, wirkliche Nutzung von Tauchkugeln ist jetzt strikt verboten. Aha. Hat das Ganze wohl doch nicht so funktioniert, wie er es gedacht hat. Mit seiner perfekten Stadt. Okay, ist auch eigentlich die logische Schlussfolgerung daraus, dass hier jetzt alles kaputt und im Arsch ist, aber... What the fuck? Nur noch ein bisschen näher, da kommen sie. Bitte sicher, Schwester. What the hell? Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Spleißer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Strecksgesindel. Was ist das? Wo kommt das her? Und wo muss ich lang? Da durch? Okay. Hulu? Hulu? Wow! Kommst du ja noch dran vorbei? Ja doch. Ich hab schon gedacht. Ich wollte niemanden verletzen. Wow, 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 wow. Was geht denn mit dem? Wow, was ist das? Geh weg. Ah. Ein Sacklich-Spleißer. Ja. Irgendwas mit dem Big Daddies, keine Ahnung. Okay, ein Kuchen mit Cremefüllung. Man kann also genauso viel Scheiße finden wie in Infinite. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich glaube, diese Sachen wie diese Riegel und das ganze Zeug, das ist auch wie in Infinite, dass das einem sofort Gesundheit verpasst. Die Sache ist auch einfach, ich mag diesen Bioshock-Stil, dieses... Ich weiß nicht ganz, wie man das nennt. Diese Steampunk kann man es ja nicht nennen. Oder ist es Steampunk? Ich weiß es nicht. Aber ich mag das auf jeden Fall unglaublich. Dieses altmodische halt vermischt mit diesem bisschen Fantasy und dem Neuen. So, das ist irgendwie schon cool. Wo muss ich denn hier lang? Oh, was haben wir denn da? Ich will es anfassen. Okay. Genau. Ich hätte mir das natürlich auch gespritzt, wenn ich nicht wüsste, was es ist und warum es da steht. Und dem hat auch niemand gesagt, dass er sich die Scheiße spritzt. Der Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Was zur Hölle? Warum ist der da runtergesprungen? Was? Wow, wow, wow. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat.
Also ich scheine nicht der einzige normal denkende Mensch da zu sein. Hörst du das? Lass uns abbauen, Schwächling. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Okay. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Das sind die Spezialkräfte. Während es in Infinite diese komischen Tränke sind, sind es also hier solche Spritzen. Okay, das Ganze ist hier einfach, glaube ich, so eine abgefuckte Version von Infinite. Also, erstens mal ist hier alles kaputt und da ist alles ganz. Und da sind es Tränke, hier sind es wie so Drogenspritzen. Oh, geil, ich spritze mir meine Fähigkeiten, ich brauche das Zeug. Okay, diese Eve-Spritzen, die scheinen... Wenn ich das so richtig sehe, dann füllen diese Eve-Spritzen diese Elektroenergie auf, also das Mana sozusagen, und diese Verbandskästen, die kann man halt mit sich rumtragen, mit denen kann man das Leben aufladen, und die Lebensmittel, die man findet, die füllen einfach sofort das Leben auf. Wenn ich das so richtig sehe. So. Ich habe jetzt einfach logisch geschlussfolgert. Die Rettung der Menschheit. Ich frage mich aber, was genau das... Was steht? Steht nur... Wieso nennt es man das? Ach, das hier sieht jetzt auch... Boah, oh, kommt schon, macht's nicht kaputt. Ich wollte es doch gerade hier so schön rausgucken. Wow. Digga, was ist hier los? Kann ich hier... Oh, shit. Das ist ein Teil von einem scheiß Flugzeug, verfickt. Fuck. Ich kann nicht schneller... Oh, fuck. Fuck. Ich hoffe mal, da kommt das Wasser jetzt nicht durch oder so. Kann man irgendwo Waffe... Da kann man von der Fähigkeit zur Waffe wechseln. Das ist schon mal gut zu wissen. Das würde mich jetzt interessieren. Nee, doch. Also man sieht noch keine Tropfen auf dem Bildschirm, wenn man jetzt zum Beispiel unter Wasser steht. So neu ist das Spiel jetzt auch wieder nicht. Haben wir da eine Leiche? Also so wie ich das sehe, gibt es hier in dem Spiel drei Fraktionen. Einmal, was habe ich denn da gesammelt? Arcadia Melod, was? Einmal halt diese komischen Zombies. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wieso die Zombies geworden sind. Ich schlussfolgere jetzt einfach mal, dass es an der Überdosis von diesem Scheiß hier lag. Dann als zweites gibt's die... Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. What the fuck? Bitch! Ha, One-Two-Punch, asshole. Okay, das war dämlich. Ja, einmal hier diese Zombies. Oder wahrscheinlich sind es keine Zombies, sondern es sind einfach nur Junkies, die keine Kontrolle mehr über ihr Hirn haben. Also sind es eigentlich Zombies. Zombies sind süchtig nach Hirn, die sind süchtig nach, was weiß ich, diesem Zeug oder auch Hirn. Ich kann es nicht genau deuten, aber das werde ich wahrscheinlich noch herausfinden. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die normalen Menschen. Und halt eben diese Big Daddies und diese Tussies, diese Little Sisters oder wie die heißen. Aber was die für eine Rolle spielen, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden, also... Oh, fuck. Bitch. Nett. Ey, aber ich... Wie kann man sich den Scheiß denn so spritzen, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das relativ schnell alt zu sein. Man macht zweimal diese komische Elektro-Hand. Wow. Ich geh lieber mal weiter. Hä? Was zur Hölle?
Ich habe das Gefühl, die ganzen Teile von dem verfickten Flugzeug landen jetzt hier, deswegen geht hier alles kaputt gerade. Nigga. Fick dich. Aber die Elemente spielen wieder eine relativ große Rolle, wie es ausschaut. Also Feuer, Blitz, Wasser. Und es gibt sogar Brandleichen. Ich frage mich, ob das in der deutschen Version auch ist. Ich glaube nämlich nicht. In der deutschen Version würde der Typ jetzt noch ganz normal aussehen. So. Ja, ich denke mal, hier gibt es nur einen Aufzug. Was ist das? Hier komme ich durch. Wow. Rein hier. Lass mich in Ruhe, Mann. Okay. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Okay. Boah, singt wieder irgendjemand. Ist das wieder diese komische Zombie-Tussi? Oh, what the fuck? Beta Chamber. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Still jetzt. Mami ist fort. Und Daddy auch. Warte. Liebende Erinnerung. Das passiert alles vorher. Und nichts. Warum bist du nicht hier? Warum heute und nicht damals, als du noch so süß warst und warm? Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust? Bitch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine normale Frau war oder... Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Also lag es wirklich an diesen Plasmiden, ich wusste es doch. Ha! Ich habe so schlau... kombiniert, das gibt's gar nicht. Maskenball 1959. Oh, die Stadt gibt's schon länger. Cocktail Lounge. Ah. Es gab Bloody Mary. Wuhu! Leute! Kashmir Restaurant. Ich finde das einfach so geil. Wisst ihr hier diese. Ich will diese Maske da aufziehen. Oh, what the fuck? Ich bin doch kein Vollidiot! Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir verdient. Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Okay.